Mittelfristig muss jede dritte Stelle im öffentlichen Dienst neu besetzt werden. Das ist ein Zitat von Christoph Reichardt von der Universität Potsdam über die Personalstruktur im öffentlichen Dienst im Jahre 2019. Und damit geht es heute um Quereinsteiger. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Lukas Weigersdorfer. Und heute geht es um die Möglichkeiten, die Quereinsteiger haben, um im öffentlichen Dienst Fuß zu fassen. Das heißt, egal ob man jetzt ein Angestelltenverhältnis oder ein Beamtenverhältnis anstrebt, es gibt vielfältige Möglichkeiten, bei Landratsämtern, Regierungen, Gemeinden, unterschiedlichsten Behörden, verschiedener Verwaltungszweige für Sie alle. Und ich möchte heute einfach mal die Möglichkeiten vorstellen. Und dieses Video soll für alle Leute, die jetzt bereits schon eine Berufsausbildung gemacht haben, die ein anderes Studium gemacht haben, soll dieses Video jetzt mal als Orientierung dienen, damit ihr feststellen könnt, wo kann ich dann einsteigen, was wäre für mich die richtige Laufbahn und vor allem, was sind für mich ganz konkrete Schritte, die ich tun muss, um im öffentlichen Dienst einzusteigen. Ich beginne mal mit der Ausgangssituation, in der sich viele befinden. Man hört nämlich, wenn man sich dann informiert über den öffentlichen Dienst und die Einstiegsmöglichkeiten, da hört man immer wieder, dass sich Quereinsteiger oft schwer tun, dass es nur schwierig ist, im öffentlichen Dienst Fuß zu fassen. Und ich sage euch, dass gerade heute das Gegenteil der Fall ist. Denn wie ich schon mit dem anfänglichen Zitat klar gemacht habe, gibt es einen großen Bedarf an Fachkräften. Den gibt es natürlich sowohl in der freien Wirtschaft als auch im öffentlichen Dienst. Aber im öffentlichen Dienst haben wir es tatsächlich mittelfristig mit jeder dritten Stelle zu tun. Das geht von Verwaltungsbeamten los über Ingenieure, Juristen, was auch immer, die neu besetzt werden muss. Das heißt, Quereinsteiger haben es nicht unbedingt schwer, sich bei Behörden zu bewerben und dann auch genommen zu werden, sondern ich glaube, viele Leute sehen einfach die Möglichkeiten nicht und vor allem sehen viele Leute die ganze Anzahl an Behörden nicht, die in der unmittelbaren Nähe ihres Wohnraums sind. Also ihr müsst teilweise nicht einmal weit von zu Hause weg arbeiten. Aber dazu kommen wir später mehr. So viel zum Einstieg. Ich möchte jetzt gleich mal ein Beispiel bringen, das euch vielleicht ein bisschen klar macht, was für Möglichkeiten es bei euch gibt. Denn für den einen oder anderen, der denkt sich jetzt vielleicht, ja gut, aber vielleicht gibt es ja bei Behörden überhaupt nichts für mich. Vielleicht kann ich mich da ja gar nicht einbringen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Gastwirt betreibt jetzt schon seit vielen Jahren seine Gastwirtschaft und möchte sich jetzt umorientieren. Hat die Lust an der Selbstständigkeit verloren und fragt jetzt mal beim Landratsamt nach, informiert sich bei Bekannten und findet eine Stellenausschreibung des Gesundheits- und Lebensmittelrechts. Das ist ein Sachgebiet, das es so bei jedem Landratsamt gibt. Und diese Leute machen unter anderem Lebensmittelkontrollen. Also dort arbeiten Lebensmittelkontrolleure, die Supermärkte, Metzgereien, Bäckereien, Betriebe, alles was mit Lebensmitteln zu tun hat, kontrollieren und die eben auch Gaststätten kontrollieren. Er bewirbt sich dort und muss dann einige zusätzliche Seminare machen. Und kann letztendlich als Gastwirt mit seiner Berufserfahrung, die er während seiner Selbstständigkeit sammeln konnte, dort als Lebensmittelkontrolleur anfangen. Das ist eine Möglichkeit, wie man für sich eine Stelle finden kann. Und dieses Beispiel ist tatsächlich nicht erfunden, sondern das ist ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Das ist auch der Grund, warum ich es hier jetzt aufgeführt habe, weil ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel. Es zeigt, dass es sehr vielfältige Stellen gibt, und gerade bei etwas größeren Behörden ja wahnsinnig viele Sachgebiete gibt. Und egal, wo Sie oder du beruflich tätig bist, egal was für eine Berufsausbildung, du hast ja von irgendeinem Feld hast du Ahnung. Und von einem bestimmten Typ von Unternehmen hast du Ahnung. Du hast da jahrelang gearbeitet, du hast in diesem Bereich deine Berufsausbildung gemacht. Du bist in diesem Bereich ein Experte. Das darfst du auch zu dir selbst sagen. Das, so darfst du dich auch nennen. Und die Frage, die du dir jetzt stellen musst, ist, in welchem Bereich du für eine Behörde jetzt wertvoll sein kannst. Wo du wirklich was bringst, auf Deutsch gesagt. Also wo deine Kenntnisse da Anerkennung finden können. Das mit dem Gastwirt zeigt wirklich, dass es für nahezu jeden, der da draußen irgendwo arbeitet, auch interessante Stellen für Behörden gibt.
Und der Punkt ist eben, dass ihr euch mit dem Fachwissen, das ihr habt, mit der Berufserfahrung, die ihr habt, dass ihr euch dort einbringt. Denn wenn wir zurückkommen zu diesem Gastwirt, das ist ja genau so ein Fall. Der weiß, wie es in einem Wirtshaus, in einer Gaststätte zugeht. Der weiß, wo man schauen muss. Der weiß, wie die Leute ticken, wie die Personalprobleme sind und so weiter und so fort. Der kennt sich da viel mehr aus, wie jetzt jemand, der vielleicht schon Jahrzehnte am Landratsamt ist, und zwar die Kontrollen macht, aber jemand, der persönlich aus diesem Bereich kommt, der kann vielleicht noch einen besseren Blick dahinter werfen und die Leute persönlich dann auch verstehen und vielleicht auch besser mit ihnen kommunizieren. Das ist auch ein Punkt. Wenn sich dann so jemand vorstellt und dein Gegenüber merkt, okay, der hat im selben Bereich gearbeitet wie ich jahrelang, der kennt sich da aus, dann erleichtert das die Kommunikation ungemein. Und das ist ein Punkt, den ihr auf gar keinen Fall unterschätzen dürft. Und das ist einer der größten Vorteile, den ihr als Quereinsteiger habt, wenn ihr zu Behörden geht. Weil ihr sagen könnt, ich kann euch wirklich weiterhelfen, weil ich weiß, wie dieser Bereich tickt. Ich weiß, wie die Leute dort arbeiten. Ich weiß, wie die Einstellung ist und so weiter. Also ihr müsst euch eben, klar, ihr müsst euch letztendlich wertvoll machen für eine Behörde, um einen interessanten Bewerber darstellen zu können. So viel mal dazu. Als nächstes, jetzt gleich ein konkreter Tipp. Was ihr machen könnt, fragt dazu gleich mal verschiedene Behörden in eurer Umgebung an. Checkt deren Homepages, ruft vielleicht an und erkundigt euch, was es für öffentliche Stellen gibt. Wenn es keine offenen Stellen gibt, könnt ihr euch trotzdem vorstellen und es gibt die Möglichkeit der Initiativbewerbung. Merkt euch das. Merkt euch diesen Begriff Initiativbewerbung, denn fragt nach, ob so etwas zulässig ist. Denn es kann sein, dass die Gemeinde, das Landratsamt vielleicht aktuell nichts ausgeschrieben hat, aber wenn sich jemand mit einer aussagekräftigen Bewerbung vorstellt und der Landrat, die Landrätin, Oberbürgermeister sich das anschauen und die Personalabteilung sich das anschaut und sagen, hey, das ist vielleicht ein interessanter Kandidat, den könnten wir ja dort und dort einsetzen. Guck mal her, da geht in 3 Jahren einer in Pension, wir haben da bisher keine Nachfolger, es ist schwierig, da Nachfolger zu finden. Das wäre vielleicht einer. Also lasst euch da nicht abschrecken, auch wenn aktuell keine Stellen ausgeschrieben sind, kann es für euch Möglichkeiten geben, wie ihr mit eurer Bewerbung großen Erfolg habt. Und lasst euch davon, wie gesagt, nicht abhalten. Werdet aktiv, ruft dazu ruhig viele Behörden an, googelt auch mal, schaut bei Google Maps nach, was bei euch in der Umgebung, was es alles gibt. Gerade wenn ihr in einer mittelgroßen Stadt wohnt, ab 10.000, 20.000 Einwohnern, wo dann auch mal überörtliche Behörden angesiedelt sind, ihr seid überrascht, was es da alles gibt, welche Bereiche es alles gibt. Alleine schon, was euer Landratsamt eigentlich alles macht. Ja, wenn ihr davor nie im öffentlichen Dienst tätig seid, habt ihr da gar keine Ahnung davon, wie weit gefächert das ist. Das ist sehr interessant und deswegen empfehle ich euch das jedem. Wirklich, schaut euch das an, erkundigt euch da. Und vergesst auch, das ist auch so ein Punkt, den ich immer gerne wieder sage, vergesst auch kleinere Behörden nicht. Und ich meine damit kleine Städte und Gemeinden. Also auch unter 10.000 Einwohnern. Klar, die haben ja auch eine Verwaltung, die haben auch einen Bürgermeister und eine Gemeindeverwaltung. Und dort gibt es auch immer wieder attraktive Stellen. Und gerade solche Gemeinden haben manchmal Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, weil natürlich größere Behörden schon mehr ins Augenmerk der Bewerber rücken. Ja. Die sagen dann, bei einer großen Behörde, bei einer Regierung kann ich ganz andere Fortschritte machen, auch was das Gehalt angeht. Kann ich mich ganz anders entwickeln wie bei einer kleinen Gemeinde. Das muss aber so nicht immer stimmen. Gerade bei Gemeinden habt ihr oft ein sehr gutes, sehr kollegiales Umfeld, in dem ihr euch gut versteht mit euren Kollegen, in dem ihr euch kennt. Und da gibt es, kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, kann ich gleich mal sagen, jemanden, der beispielsweise Bautechniker, jemand aus dem Bautechnikbereich, der jetzt bei einer Gemeinde arbeitet und dort die Bauanträge technisch prüft. Der hatte tatsächlich gestern seinen ersten Arbeitstag und es hat ihm schon mal sehr gut gefallen, was er dort so für Einblicke bekommen hat. Also wieder jetzt eine komplett andere Branche, für die es auch Möglichkeiten im öffentlichen Dienst gibt. Also die Frage, wie kann ich Beamter werden, wir kommen da jetzt langsam ran. Ihr müsst die Eigeninitiative ergreifen, euch informieren, was es in eurer Umgebung gibt und ruhig auch anrufen. Habt keine Scheu, Briefe zu schreiben, Bewerbungen zu schreiben, dort anzurufen und einfach die Chancen zu nutzen, die euch offen stehen. Also seid da offen, hört euch das an, geht dahin und ja, seht zu, dass ihr einen wertvollen Bewerber und vor allem eben wertvolle Expertise habt, mit der ihr für die Behörde wertvoll seid. Genau,
Als nächsten Punkt kommen wir jetzt mal zu dem großen Unterschied im Gegensatz zu den Schulabgängern. Denn in den Videos bisher auf diesem YouTube-Kanal und auch auf meiner Website beamtentest-vorbereitung.de gehe ich immer sehr viel auf die Schüler in der 9., 8. Klasse Realschule oder 10., 11. Gymnasium ein, die jetzt dann den Beamtentest machen müssen, die dann die Ausbildung, das Studium vor sich haben und so weiter. Das gilt so für euch nicht unbedingt. Das ist auch von Behörde zu Behörde unterschiedlich, wie da mit Quereinsteigern verfahren wird. Die Möglichkeiten auf ein Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst sind natürlich wesentlich einfacher als auf ein Beamtenverhältnis. Beamtenstellen gibt es immer weniger und auch für Quereinsteiger ist das schwieriger, aber noch lange nicht unmöglich. Und gerade wenn ihr auch in einem Angestelltenverhältnis seid, gelten für euch viele Vorteile im öffentlichen Dienst. Die Wahrscheinlichkeit, gekündigt zu werden, ist trotzdem viel geringer als in einem Unternehmen. Also das muss euch auch klar sein, das wollte ich auch an dieser Stelle so herausstellen. Das, was für Schulabgänger gilt, dieser langwierige Bewerbungsprozess, angefangen mit dem Beamtentest, bis es dann mal ein Jahr dauert, bis man seine Einstellung hat, das kann bei euch ja ganz anders gehen. Gerade wenn mal dringend jemand gesucht wird, klar, ihr habt immer noch möglicherweise einen Einstellungstest, ihr habt das Vorstellungsgespräch und so weiter, das muss alles passen. Allen voran muss natürlich die Bewerbung stimmen, ja. Aber euer Bewerbungsprozess ist nichtsdestotrotz wesentlich kürzer und ich würde auch sagen, weniger nervenaufreibend als der von Schülern, die da wirklich jetzt noch ein, zwei Jahre Schule vor sich haben, bis dann mal das Studium losgeht. Also bei euch geht das wesentlich schneller und das sind auch Sachen, die von Behörde zu Behörde unterschiedlich sind. Es gibt auch Leute, die dann nicht diesen klassischen Beamtentest machen müssen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand Jura studiert hat und dann im höheren Dienst einsteigen möchte, da gibt es so eine Einstellungsprüfung nicht. Ja, die gibt es nur im mittleren und gehobenen Dienst. So viel mal dazu. Kommen wir also zum nächsten Punkt. Ich wollte es nur noch mal wirklich jetzt schnell klar machen. Nutzen Sie das, was wir momentan haben, diesen Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. Wie gesagt, jede dritte Stelle ist mehr oder weniger offen für Sie, vorausgesetzt, Sie haben die richtigen Voraussetzungen. Aber das können Sie in Erfahrung bringen. Also ich würde mich fast wetten trauen, dass es in Ihrem Umfeld öffentliche Stellen oder offene Stellen bei Behörden gibt, die für Sie attraktiv sind mit einer attraktiven Bezahlung. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich zu bewerben. Klar, Sie sind nicht der Einzige, der sich bewirbt, muss man auch mal sagen. Die Behörden werden attraktiver mit der Zeit, nicht nur bei jungen Leuten, auch bei Quereinsteigern, aber ihr habt trotzdem unterm Strich noch gute Chancen. Das, was ihr aber wissen müsst, ist, in welcher Laufbahn ihr einsteigen sollt. Es gibt ja, wie schon gesagt, ich habe es vorher erwähnt, den mittleren Dienst und den gehobenen Dienst. Diese beiden werden für die meisten Zuschauer jetzt in diesem Video wird einer dieser beiden Leistungslaufbahnen, wie sie korrekt heißen, relevant sein. Derjenige, der beispielsweise eine mittlere Reife hat oder einen Realschulabschluss und dazu eine abgeschlossene Berufsausbildung in irgendeinem Bereich, für den ist der mittlere Dienst relevant. Also mittlerer Dienst, das sind die Leute, die normal die Ausbildung zum Verwaltungswirt bzw. Verwaltungswirtin machen. Das sind Stellen, die sind wirklich angefangen von Regierungen, Landratsämtern, Gemeinden. Überall findet man eigentlich Beamte im mittleren Dienst oder Angestellte im öffentlichen Dienst, die ähnlich bewertet werden. Das richtet sich nach einer anderen Besoldungsgruppe. Aber im Prinzip ist die Besoldung eurer Stellen dann, da geht es um ein paar hundert Euro, was dann ein Beamter mehr hat. Aber wenn ihr mal im Angestelltenverhältnis seid, gibt es ja auch die Möglichkeit, nach einer Zeit vielleicht in das Beamtenverhältnis umzusteigen und verbeamtet zu werden. Als zweites gibt es dann den gehobenen Dienst, der für viele jetzt relevant ist, für Leute, die das fachgebundene Abitur haben, das Fachabitur oder die allgemeine Hochschulreife und ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Für diese Leute, die würden dann praktisch in der Laufbahn gehobener Dienst einsteigen, so kann man das vergleichen. Ihr seid auch einsetzbar bei Gemeinden, Landratsämtern, bei großen Regierungen, wobei man da sagen muss, die Gemeinden haben meistens bei einer Größe von 5, 6 bis 10.000 Einwohnern nur einen gehobenen Beamten oder zwei, das ist der Geschäftsleiter und der Kämmerer und sonst dann eigentlich keinen. Das sind dann Angestellte oder mittlere Beamte, muss man auch mal sagen. Also für die Leute jetzt mit Hochschulstudium, für die sind dann größere Kommunen, größere Städte, ja, Landeshauptstädte. Jetzt in Bayern wäre es zum Beispiel München wäre attraktiv für euch oder Augsburg, Regensburg
ja, Nürnberg, solche Geschichten, solche Städte in der Größenordnung, damit ihr da mal eine Einschätzung bekommt, was da in eurem Bundesland vergleichbar ist, könnt ihr ja schauen. Und wirklich größere Städte sind jetzt für solche Leute attraktiv oder eben auch Landratsämter sowieso oder auch Regierungen. Ja, also wenn ihr ein abgeschlossenes Hochschulstudium habt, sind kleinere Gemeinden dann eher weniger attraktiv, weil es einfach viel weniger Stellen gibt, die für euch interessant sind. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Einstellungsverfahren genauer an, wie das genau abläuft. Ich habe das ja schon in dem Video vorhin kurz angedeutet. Das Ganze beginnt also mit eurer eigenen Initiative, mit eurer Recherche, welche Behörden gibt es in meiner Umgebung, wo sind Stellen ausgeschrieben. Auch wenn keine Stellen ausgeschrieben sind, bewirbt euch, ruft an, telefoniert mit dem Behördenleiter, mit dem Bürgermeister in kleineren Gemeinden, bei größeren Behörden, klar. Da werdet ihr nicht gleich zum Oberbürgermeister, Landrat etc. durchgestellt, sondern telefoniert dann mit der Personalabteilung, sagt, was ihr für Ausbildungen habt, wo ihr gearbeitet habt, glänzt gleich mit eurer Berufserfahrung, legt euch dieses Gespräch zurecht, bereitet euch darauf vor. Vielleicht werde ich dazu auch noch ein Video machen auf diesem Kanal, weil es auch ein sehr wichtiger Punkt ist, wie man dann so eine Behörde anschreibt, wie man da auftritt. Als nächster Punkt dann je nach Behörde entweder ein Assessment Center, wenn es für die Stellen mehrere Bewerber gibt, oder das klassische Einstellungsgespräch, sage ich jetzt einmal. Und zu diesem Einstellungsgespräch gibt es auch ein sehr interessantes Video hier auf meinem Kanal, das ich noch veröffentlichen werde. Ich werde dazu, sobald es online ist, auch einen Link in dieser Videobeschreibung posten. Dort könnt ihr euch anschauen, wie Vorstellungsgespräche nach einem bestimmten Schema in Behörden so ablaufen. Sehr viele Behörden arbeiten nach diesem Muster und ihr könnt euch, wenn ihr das Muster kennt, sehr gut darauf vorbereiten. Findet ihr unten in der Videobeschreibung, Link zu dem Video. Seht es euch an. Und nach dem Einstellungsgespräch, je nachdem, wenn der Bewerbungsprozess erfolgreich war, kommt dann die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf, ja, auf Probe, auf Widerruf, je nachdem. Oder eben die Angestelltenlaufbahn winkt, das heißt, ihr habt dann eine wesentlich kürzere Probezeit, der Beamte auf Widerruf. Beziehungsweise der Beamte auf Probe, muss man ja sagen, der hat ja eine 2 Jahre Probezeit, bis er auf Lebenszeit verbeamtet wird. Bei den Leuten, die im Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst sind, ist die Probezeit kürzer, muss man auch mal klar darstellen. Ja. Genau, das sind also die Schritte, die ihr zu gehen habt. Informieren, Bewerbung schreiben, also informieren und anrufen, Bewerbung schreiben, Bewerbungsgespräch oder alternativ das Assessment Center und dann als vierter Punkt die Einstellung ins Angestelltenverhältnis oder ins Beamtenverhältnis. So viel mal dazu, so läuft das Ganze ab. Abschließend muss man also sagen, wenn ihr jetzt sagt, ja, konkrete Stellen, ich weiß doch noch gar nicht, wo es für mich dann hingehen soll in einer Behörde, was haben die denn alles, informiert euch wirklich online, jedes Landratsamt hat eine Website, wenn ihr Fragen habt, ruft da wirklich an. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr da irgendwo abgeschmettert werdet. Also das wird nicht passieren. Im Gegenteil, ihr werdet da sehr gute Infos bekommen und möglicherweise auch gleich Vorschläge bekommen, wo es für euch in der Behörde hingehen kann, was für Möglichkeiten man euch bietet. Und die Möglichkeit einer Initiativbewerbung bietet sich ja nahezu immer. Also nutzt diese Möglichkeiten, die ihr habt an Quereinsteigern. Ich schaue jetzt hier nochmal auf meinem Zettel, ob es noch Punkte gibt, die ich ansprechen wollte. Nein, das sind keine mehr. Ich hoffe, euch mit diesem Video weitergeholfen zu haben. Wenn noch Fragen offen seid, könnt ihr mir unten gerne in der Videobeschreibung, unter der Videobeschreibung in den Kommentaren Fragen hinterlassen. Ich freue mich auch über Kritik, sagt, was ihr gemacht habt an dem Video, was euch weniger gut gefallen hat. Je nachdem, wer jetzt noch mehr Fragen rund um das Einstellungsverfahren selber hat, der findet auf meiner Website beamtentest-vorbereitung.de viele nützliche Infos, viele gute Tipps, die euch für den Beamtentest helfen, die euch im ganzen Einstellungsverfahren helfen. Das Ziel soll es sein, dass ihr eine aussagekräftige Bewerbung und letztendlich die Einstellung im öffentlichen Dienst schafft. Dafür drücke ich euch die Daumen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch mit diesem Video weitergeholfen zu haben. Wir sehen uns auf meiner Website. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Ciao.